Also ich sehe, die wird gratuliert. Ja, wie war es denn? Es war super gewesen. Hat richtig Spaß gemacht. Es hat alles, eigentlich alles so weit geklappt, wie ich das auch wollte. Und wir haben bis zum Schluss durchgezogen. Wir sind dementsprechend außer Atem. Sehr, 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 sehr anstrengend. Aber es hat sich gelohnt, doch. Ja gut, dann wünsche ich dir noch viel Glück für deinen nächsten Aufruf. Dankeschön. Bist du schon sehr nervös? Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Rechnest du dir viele Chancen aus? Eigentlich weniger, weil also die Kollegen, die hier mit aufgießen, also für den habe ich sehr großen Respekt. Und das, was sie auf die, was sie, sag mal, Hersteller und so weiter, was sie daherbringen und so weiter, finde ich zum Teil sehr gigantisch. Also da werde ich mit meinem Pink Floyd Aufruß, denke mal, nicht so arg weit kommen, weil es ist ja eigentlich nichts so Besonderes von mir gesehen, nichts so Originelles von mir gesehen, was zum Teil andere Kollegen hier aufführen oder sowas. Also ich denke mal, dass sie da nicht so gut weit von der Liebe ist. Aber Hauptsache mit dabei ist, macht Spaß. Gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Aufguss. Ich bin jetzt um 15 Uhr dran. Ich mache jetzt einen Memories-Aufguss. Das ist eine Zeit- und Duftreise in diese Zeit, in der ich noch jung war, in voller Lockenpracht und wo wir Hanf nicht an den Vögel verfüttert haben, sondern selbst konsumiert haben. Okay, da sind wir schon mal gespannt. Ja, und wo kommst du her? Aus Spital an der Drau in Kärnten und bin das zweite Mal bei so einer Weltmeisterschaft dabei. Ja, dann wünsche ich viel Glück und vor allem viel Spaß dabei. I can hardly believe my eyes as a big limousine pulled slowly into Alice's drive. Ooh, I don't know why she's leaving. Wird schon abgeklatscht, war super. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ich habe, wie gesagt, versucht, im unteren Temperaturbereich zu bleiben und einfach eine lockere Zeitreise mit den Gästen zu machen. Also war es toll und nur positive Eindrücke? Also für mich schon, es war für mich ungewohnt, dass da in der Mitte so ein Saunaofen steht, ein Feuerofen. Aber sonst war es auch eine ganz tolle Möglichkeit, eine andere Art des Sanierens, eine andere Aufgussart dem Publikum näher zu bringen. Das passt. Dankeschön. So Jenny, du machst ja hier jetzt gleich einen Aufguss. Jawohl, ich bin auch schon wahnsinnig nervös. Aber ja, man merkt ein bisschen, ja. Aber es wird schon werden, hoffe ich doch. Ja. Was machst du denn für einen Aufguss? Ich mache jetzt einen Dornröschen-Aufguss, wo der Graf von Unheilig das Dornröschen vorliest, also das Märchen vorliest, mit schöner Musik als Hintergrund und ja, wird schon werden. Also können wir uns drauf freuen? Ich hoffe doch, ja klar, logisch, von meiner Seite definitiv. Ja, wo kommst du genau her? Ich komme aus Stuttgart, schaffe in den Schwabenquellen, in Stuttgart-Möhringen im SI-Zentrum oben. Gut, ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und natürlich auch viel Glück. Jo, vielen Dank. Danke. Jenny, du hattest jetzt deinen ersten Aufguss, wie war's? Ja, entspannend, so wie er eigentlich auch sein sollte. Natürlich mit ein bisschen zitterndem Gefühl rein. Aber jetzt bin ich auch froh, dass ich hinter mir habe, so schön der Aufguss auch war. Und ich hoffe natürlich, dass es den Gästen gefallen hat. Gut, ja, und wie ist es gelaufen? Was glaubst du? Also ich denke, es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Also doch, bin eigentlich ganz zufrieden, habe die Zeit gut durchgebracht, die ganzen fast 13 Minuten. Also doch, bin jetzt sehr zufrieden eigentlich. Ja, und was glaubst du, was zeichnet deinen Aufguss aus? Einfach unter anderem einfach, dass mal die Märchen wieder in den Vordergrund kommen. Weil ich finde, ich habe eine 12-jährige Tochter zu Hause und ich sehe es an ihren Klassenkameraden, die kennen Märchen in dem Sinne nicht mehr, also die klassischen Märchen wie Dornröschen, Rotkäppchen etc. Und dass das einfach nicht in Vergessenheit gerät. Und ich habe bisher auch nur positive Meinungen über den Märchenaufguss selber bekommen. Das heißt, du hast auch einen persönlichen Bezug dazu? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann wünsche ich dir auch weiterhin noch viel Glück. Vielen Dank. Wir sind ja heute ja bei der Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft und du hast hier gerade aufgegossen, wie ich gehört habe. Und Wie war's? Ja, ich finde, dass das sehr gut bei Leuten angekommen ist. Ja, besser als ich erwartet habe. Am Anfang war ich ein bisschen nervös, aber mit Zeit war das von einmal weg und die Atmosphäre war ganz locker. Die Düfte sind auch sehr gut angekommen, obwohl ich mit Wein und Knoblauch gearbeitet habe. Trotzdem fanden die das Leute sehr gut und ja, ich bin zufrieden. Ja, und was war dein Thema? Eine Reise nach Kroatien, also eine Reise auf Insel Hvar. Habe ich versucht, einfach die Atmosphäre von dort in diese kleine Sauna zu verteilen und hat ganz gut geklappt.
Das heißt, du kommst von Kroatien? Ich komme ursprünglich aus Kroatien und in Riedering bei Rosenheim betreibe ich kleine Saunenlandschaft. Ja, es sind zwei Saunen und seit Juni läuft das Geschäft und ja, ich hoffe, dass das auch dieser Aufguss bei meinen Gästen auch gut ankommt. Habe ich dir noch nicht allerdings vorgestellt. Na, dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Glück für morgen. Danke. Gut, danke schön. Du bist der Jüngste im Bunde, obwohl du eigentlich schon ein alter Profi bist. Wie alt bist du denn? 12. 12 Jahre. Und ja, wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt da in der Sauna dich engagierst? Mutti hat mich drauf gebracht, auch einen Aufguss zu machen. Ja. Und du gehst selber auch gerne in die Sauna? Ja, mache ich. Gerne. Ja, also ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück, gell? Und ja, machst du das aus reinem Spaß oder möchtest du unbedingt die Sauna-Aufguss-WM gewinnen quasi? Na, eigentlich mehr beides, so Spaß und Gewinn halt. Ja, also wir sind, glaube ich, alle schon sehr gespannt auf deinen Aufguss und ja, wir freuen uns drauf. Danke.